und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, in der letzten Folge waren wir hier in der Kriegergilde in Gradwald und ich bin gerade zur Tür raus. Da hat mich unsere alte Stalkerin hier doch wieder überrascht, die gute Bea Moorschmied. Mal nachhören, was sie für uns hat. Kameradin, ich muss mit euch über eine dringende Angelegenheit sprechen. Was ist? Sieht alle Farben, bittet darum, dass ihr euch schnellstmöglich zu ihr auf den Weg macht. Sie meinte, sie hoffe, einen Weg gefunden zu haben, eure Beute sinnvoll einzusetzen. Sie sagte auch, ihr würdet schon verstehen, was das bedeuten soll. Vielen Dank. Wo kann ich sie finden? Sie und Elif warten auf euch in der Halle in Marbruck. Euch einen guten Weg. Was erzählt man sich denn so in der Gilde? Nicht viel, was ihr nicht schon wisst. Jede Klinge wird gegen die Daedra gerichtet. Ich habe gehört, dass letzte Woche ein großer Trupp einen Anker irgendwo in Cyrodiil zerstört hat. Eine üble Sache, weil er mitten in einem Scharmützel zwischen dem Pakt und dem Dominion eingeschlagen ist. Ja, das nennt man dann wohl Karma. Aber grundsätzlich finde ich es gar nicht so schlecht. Ich meine, zwei Parteien sind sich am Bekriegen und dann kommt die dritte Partei, also in dem Fall jetzt die göttliche böse Partei. Und haut einfach mal so einen Anker da rein. Auch nicht schlecht. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Das Schicksal pickte euch für eben diesen Moment aus dem Treibgut des Chaos. Das ist ganz toll, aber wir haben gerade keine Zeit. Tut mir leid. Marbruck, war das nicht Grünschatten? Doch, es sieht danach aus. Ja, genau. So, in der Kriegergilde dürfte sie sein. Die müsste hier rechts sein. Meine Freundin, ja. Wie gut es tut, euch zu sehen. Ja, eure Quest habe ich gerne gemacht, werter Herr. Aber wir können es jetzt gerade nicht. Wir wollen das ja alles nach der Reihenfolge machen. So, da ist sie. Farben. Wie ich sehe, hat der Bote euch gefunden, Kameradin. Seit unserem Abenteuer in Mesenelt haben wir viel entdeckt. Die Ereignisse der Vergangenheit verfolgen uns immer noch. Was meint ihr? Die Visionen, meine Freundin. Die Aileiden flohen vor den Schergen Molag Baals und versteckten die Überreste eines mächtigen Relikts. Merrick hat den Kristall und den Folianten zu einer uralten Schmiede gebracht. Dort hat er damit begonnen, die Waffe wiederherzustellen. Also werden wir zu ihm stoßen? Es ist Zeit, Kameradin. Zuerst müsst ihr zu den Ruinen von Abagarlas. Dorthin gingen die Aileiden. Haltet den Morto um Vivikos auf. Gemeinsam werden wir durch die Geschehnisse der Vergangenheit verstehen, was die Gegenwart bedroht. Ich bin bereit, wenn ihr es seid. Kameradin, an euch habe ich zuerst gedacht, als es darum ging, modrige Ruinen zu untersuchen. Das meine ich als Kompliment. Ja, sicher. Diese Sätze hier, ich würde sie am liebsten rausstreichen, weil ich mich immer so angesprochen fühle, als ob die Leute denken, dass ich doof bin und nicht mehr weiß, was ich gerade eben noch gesagt bekomme. Könntet ihr mein Gedächtnis auffrischen? Ihr erwähntet einen Kristall. Natürlich. Ihr habt so vieles, worum ihr euch kümmern müsst. Ja. Als wir das letzte Mal sprachen, hatten wir gerade die Dwemer-Ruine namens Mesenelt erkundet. Wir fanden einen uralten Kristall und einen Folianten, die von aleidischen Soldaten auf der Flucht vor einer Horde Abscheulichkeiten zurückgelassen worden waren. Genau. Warum habt ihr die Ruine so eilig verlassen? Ich muss mich entschuldigen, Kameradin. Als ich die Ahnen vom Mortuum Vivicus sprechen hörte, wusste ich, dass die Vergangenheit mehr Hinweise zur Lösung unseres aktuellen Problems bieten würde. Und ich wollte sofort mit meinen Nachforschungen beginnen. Könnt ihr mir noch mehr über die Schmiede erzählen, die ihr erwähnt habt? Wir nennen sie die Erdschmiede. Merrick hat sie vor einigen Jahren gefunden, als er wegen eines Kontrakts unterwegs war. Die Reparaturkonstrukte vor Ort hatten sich schon lange abgeschaltet. Die Ruine birgt eine wirklich einzigartige Schmiede. Selbst die unedelsten Metalle singen in ihrer Umarmung. Ihr hattet Feinde erwähnt. Was meintet ihr damit? In Mesenelt sahen wir Visionen einstiger Soldaten.
Überlebender eines strategischen Angriffs auf eine Stadt der Dunkelheit. Aber Garlas ist diese Stadt. Eine uralte Festung von Molag Bal. Ich erwarte, dass wir viel aus diesen alten Steinen erfahren werden. Und sie prescht vor. Willkommen in den Ruinen von Abagarlas, Kameradin. Das uralte Heim eines widerwärtigen Kults von Nekromanten und Anbetern Molag Bals. Wie lautet der Plan? Wir sind hier, um die Vergangenheit mitzuerleben. In Mesenel sahen wir einen Trupp Soldaten um ihr Leben flüchten. Hier in Abagarlas war dieselbe Gruppe ruhig und hatte die Lage im Griff. Gemeinsam können wir sehen, was sie sahen und herausfinden, was sie über den Mortuum Vivicus wussten. Wie können wir das tun? Nach Mesenelt habe ich einen Weg erforscht, um die Kontrolle über die Visionen zu erhalten, die wir sahen. Ostarand war der Soldat der Uralten, der die Pflicht hatte, die Prisma-Waffe in die Schlacht zu tragen. Durch seine Augen werdet ihr sehen. Und ich wiederum werde durch eure Augen sehen. Was hofft ihr, hier zu erfahren, Farben? Die Uralten boten dem Vivicus die Stirn und haben es überlebt. Nun bereitet sich Molag Bal darauf vor, die Macht desselben Relikts erneut gegen Tamriel zu entfesseln. Ich habe die Hoffnung, dass der Mut jener, die schon lange tot sind, die Lebenden retten wird. Dann sollten wir besser loslegen. Haltet nur einen Moment still, Kameradin. Es liegt an euch, Ostarand. Ihr haltet die Prisma-Waffe und die Hoffnungen aller in Delodiil in euren Händen. Lanat und Kurano werden die Tür von dieser Seite halten. Banasha und ich von der anderen Seite. Möge der Sonnenschein euren Schwertarm führen, meine Freundin. So, ich muss mal eben die Karte wieder richtig einstellen. Damit wir hier bei dem Gewürr überhaupt zu einem Ende finden können irgendwann. Weil das ist doch... Naja, nicht sehr unübersichtlich. Das kann man eigentlich nicht sagen, wenn man mal sieht, wie das hier eigentlich runtergeht. So. Mein Sohn, sorge dafür, dass ich nicht gestört werde. Meine ganze Konzentration wird verlangt, um die letzte Phase des Mortuum Vivicus aufrechtzuerhalten. Keine Sorge, ihr Sohn wird sie nicht stören. Den werde ich jetzt erstmal umbringen. Mein Streitkolben des Meisters! Nerv mich, mein Freund. Ihr könnt den Mortuum Vivicus nicht aufhalten. Doch, gar nicht. Nein. Bitte, Meister, verschont mich! Das nennt man Karma. So, hier haben wir nochmal ein Buch, das Tagebuch von Bernard Mo dem Großen. Könnt ihr euch gerne durchlesen. Das war Prinz Malion, Spross des bösen Königs Anomaril. Er muss zurückgelassen worden sein, um den Vivicus zu verteidigen. War da hinten? Ne, da war sonst, glaube ich, nichts mehr. Beim Licht. Das muss der Mortuum Vivicus sein. Meine heilige Verantwortung. Euer Leben für den Meister. Angriff! Mein Tod bedeutet nichts. Der Meister wird euch zerstören. Wartet. Was? Nein, mein Herr. Ich habe euch treu gedient. Karma! Okay, ich war gerade am gucken, ob man hier noch irgendwas einsammeln konnte oder so. Kann man aber nicht. Dann müssen wir den Mortuum Vivicus zerstören. Wurm, ihr vollendet nichts. Ich bringe den Vivicus nach Kalthafen. Dieses Verhängnis wird wieder über Tamriel kommen. Kameradin, hier drüben.
Das ist schrecklich, meine Freundin. Ostarand war kurz davor, den Vivicus zu zerstören und... nichts. Was meint ihr? Die Stromschnellen sind heftiger geworden und wir haben es nicht einmal bemerkt. Lasst mich erklären. Erinnert ihr euch an die Notizen, die ihr aus Doshias Versteck mitgenommen habt? Die, die von dem Vivicus sprachen? Ja, warum? Ich hatte angenommen, dieses Relikt, das sie erwähnte, wäre nur eine Legende. Selbst als ich die Worte von Ostarand Endare und ihren Gefährten hörte, dachte ich, es wäre nur eine Bedrohung aus grauer Vorzeit. Aber, Kameradin, wir haben es gerade gesehen. Der Vivicus wurde nie vernichtet. Was soll das heißen? Ihr habt Merrick vor einem Plan des Wurmkults zum Ernten von Seelen gerettet, erinnert ihr euch? Diese Seelen sind die Nahrung des Vivicus, des intakten Mortuum Vivicus, den Molag Bal die ganze Zeit über sicher in Kalthafen verborgen hat. Was tun wir? Ihr müsst zur Schmiede gehen. Helft Merrick Atasvala dabei, der Prisma-Waffe wieder ihr volles Potenzial zu verleihen. Ich werde tun, was ich kann, um herauszufinden, wo er den Vivicus versteckt hat. Kameradin, ich vertraue auf euch. Ihr müsst es den anderen sagen und sie warnen. Kann ich auf euch zählen? Ihr könnt auf mich zählen, Gildenmeisterin. Ich würde niemand anderen mit dieser Aufgabe betrauen, Kameradin. Ihr geht mit dem Gewicht der Gilde auf euren Schultern. Diese Lichtkugel war der Mortuum Vivicus? Genau, meine Freundin. Ich glaube, es ist eine Art Relikt. Ein mächtiger Zauber, der die Seelen Abertausender von Toten speichern und nutzbar machen kann. Wenn er entfesselt worden wäre, wenn er entfesselt wird, wird die Welt, wie wir sie kennen, enden. Wessen Erinnerungen habe ich miterlebt? Ihr sah durch die Augen von Ostarand. Einer jener tapferen Uralten, die in Mesenelt kämpften und starben, um unsere Zukunft zu beschützen. Nach dem, was wir sahen, war er es, der Königin Palolel erschlug und so den Einsatz des Mortuum Vivicus verhinderte. Ach ja. Immer diese Fragen zu Dingen, die ja gerade erst erklärt wurden. Wie war euer Forschungsausflug mit der Gildenmeisterin, Kameradin? Ereignisreich, Merrick. Ich habe euch viel zu erzählen. Wirklich? Was ist geschehen? Waren die Ruinen von Untoten verseucht? Stendars Zorn hätte euch gute Dienste geleistet. Faben und ich haben in die Vergangenheit geblickt. Wir sahen einen Aleiden, wie er versuchte, den Mortuum Vivicus zu zerstören. Kameradin, habt ihr gerade Versuchte gesagt? Ist der Vivicus nicht eine längst vernichtete Legende? Molag Bal hat den Vivicus nach Kalthafen geholt, bevor er vernichtet werden konnte. Dann wollte Doshia meine Seele für diese Abscheulichkeiten ernten, als sie mich gefangen nahm? Bei allen Acht. Wir sollten aufbrechen. Elif wird hier auf uns warten und nach unfreundlichen Gesichtern Ausschau halten. Kommt und folgt mir und versucht mit mir mitzuhalten. Ups, Entschuldigung. Ich wollte euch nicht abschneiden. Das Problem ist, obwohl ich nichts mache und nur laufe, bin ich trotzdem schon schneller. Ich half vor Jahren, diesen Ort zu finden, Stendars Wille. Kameradin, diese Neuigkeiten sind beunruhigend. Boah, Merrick, ganz ehrlich, lauf doch mal. Ich bin froh, dass ihr mit uns hier seid. Ich habe Vorbereitungen für diesen Prismakristall getroffen, um die Waffe aus der Zeit der Vorfahren neu zu schmieden. Lauf doch mal so, in dass Wahrheit ich dir nicht dachte ich, dass diese Waffe nur ein mächtiges Symbol wäre. Wie es scheint, brauchen wir dieses wichtige Relikt dringend. Übrigens eine sehr imposant aussehende Halle. Willkommen in der Erdschmiede. Was für ein Anblick, nicht wahr? Kameradin,
Wir müssen diese alte Waffe neu schmieden. Macht euch auf neue Intrigen des Fürsten der Lügen bereit. Ich spüre, wie die Kraft Stendars durch meine Arme fließt. Seid ihr bereit? Ich bin bereit. Was machen wir jetzt? Ich arbeite am Amboss, um den Kern zu formen. Ihr werdet das Feuer auf der richtigen Temperatur halten. Viele, viele Male muss das Feuer angefacht werden, um eine stetige Flamme und einen ruhigen Fluss aufrechtzuerhalten. Wie halte ich das Feuer am Brennen? Verwendet diesen Blasebalg hier, um das Feuer sachte anzufachen. Verwendet das Ventil auf der anderen Seite, um es stärker anzufachen. Und für eine wirklich furchteinflößende Feuersbrunst müsst ihr Feuersalze auf die Kohlen geben. Was, wenn das Feuer zu heiß wird? Der Schalter direkt neben dem Ventil lässt Druck aus der Esse. Aber macht euch keine Sorgen. Ich bin sicher, ihr kommt schon zurecht. Seid ihr bereit anzufangen? Dann wird die Waffe also heute noch fertig werden? Ich wünschte, dem wäre so, aber nein. Wir beide formen lediglich den Kern. Ganz gleich, für welche Waffe wir uns auch entscheiden, müssen die Runen, das Heft und alles Weitere noch einen Tag warten. Ich bin bereit. Diese Ausrüstung ist sehr alt und sehr zerbrechlich. So Stendar will, muss uns schon der erste Versuch gelingen. Hier sind die Feuersalze. Lasst uns anfangen. Entfacht erstmal ein kleines Feuer. Ich sage euch, wenn ihr es richtig macht. Nee, das war hier, ne? Lasst das Feuer jetzt frei. Gebt alles, was ihr habt. Ha! Fühlt diese Hitze. Nur einen Moment und ich werde den Kern vorbereiten. Jetzt brauche ich ein großes Feuer, Kameradin. Verdoppelt die Hitze des Letzten. Ich bin mir nicht sicher. Wahrscheinlich hätten wir auch direkt die Mitte machen können. Noch mehr. Mach die Flammen groß genug, um Leki erröten zu lassen. Lasst das Feuer jetzt frei. Gebt alles, was ihr habt. Würde ich gerne, darf ich aber nicht mehr. Vorsichtig, das Feuer ist sehr nah. Bei Stendars Wut, dieses Feuer ist heiß. Nur einen Moment, Kameradin, ich werde den Kern vorbereiten. Jetzt brauchen wir ein noch heißeres Feuer. Das größte bisher. Zweimal so groß wie das letzte. Ist ja gut, ist ja gut. Die Flammen sterben. Füttert sie so gut ihr könnt. Nur keine Hemmungen, das Feuer schwelt ja kaum. Mehr, mehr! Gebt alles, was ihr habt. Ich brauche die größtmögliche Hitze. Gebt uns noch mehr, aber nicht zu viel. Wir haben es noch nicht ganz. Vorsichtig, das Feuer ist sehr nah. Ach. Das ist das Feuer, das ich wollte. Bleibt zurück, ich werde den Kern vorbereiten. Wir haben es geschafft. Sehr gute Arbeit, Kameradin. Na, also eigentlich ist es nicht schwer. Für alle, die es vielleicht noch nicht ganz verstanden haben, rechts den Blasebalg einfach benutzen, wenn er sagt, dass das Feuer schon sehr weit ist, dass man nur noch ein bisschen braucht, sage ich mal. Links könnt ihr immer benutzen, wenn er nicht gerade sagt, das Feuer komplett rauslassen. Also das ist so der mittlere Gang. Und hier in der Mitte, das ist so das große, offene Feuer, wenn man so möchte. Das ist immer, wenn er sagt, lasst alles raus und sowas, dann könnt ihr das benutzen. Ausgezeichnete Arbeit, oh Kameradin. Es gibt nichts, was wir nicht zusammen erreichen können. Ist es geschafft? Haben wir den Kern geschmiedet? Wir sind auf einem guten Weg, ich spüre es. Wir werden noch etwas daran werkeln müssen, um zu sehen, was... Bei Stendars Gnade, was war das für ein Laut?
Skelette. Narren. Dachtet ihr wirklich, ihr könntet das Schmuckstück vor dem Gott der Intrigen verstecken? Das Volk von Abagablas dient mir selbst im Tod. Meine Ergebenen, tötet sie und bringt mir den Kristall. Diese Blasphemie darf nicht neu geschmiedet werden. Bringt diesen Kristall nach Kalthafen. Für den Herrn der Gewalt. Ja, und hier hatte ich das leider auch schon das ein oder andere Mal, dass dieser Lich hier am Backen war. Meine Anhänger dienen mir selbst im Tod. Da kamen dann da Skelette raus und da hinten kamen Skelette raus, nur der hier kam dann nicht raus. Und da musste ich mich nochmal ausloggen und einloggen und den ganzen Kram hier nochmal neu machen. Und danach funktionierte es dann in der Regel. Also falls ihr das Problem auch mal gehabt habt oder mal habt, dann wisst ihr jetzt Bescheid. Stenda, beschütze uns! Die Erdschmiede! Von Untoten überrannt! Merrick, ich weiß, dass wir den er weiß, dass wir den Kristall haben. Das war Molag Bal höchst selbst. Habt ihr seine Stimme gehört? Da gefror mir ja das Blut in den Adern. Dass eine derart üble Kreatur hier mitten unter uns sein kann. Bedeutet das, dass die Schmiede in Gefahr ist? Ja, richtig. Ich werde mit dem Generalstab sprechen und einige Wachen postieren. Wenn jederzeit Untote aus dem Berg emporquellen können, dann vermag wohl niemand zu sagen, was hier als nächstes geschieht. Merrick, was glaubt ihr, wie sie uns gefunden haben? Ich weiß es nicht. Vielleicht kann er irgendwie den Kern selbst spüren. Wenn der Fürst der Lügen vorhat, den Vivicus erneut zum Einsatz zu bringen, dann ist die Prisma-Waffe eine Gefahr für seine Pläne. Ist der Kern fertig? Nein, noch nicht. Wir standen so kurz davor. Aber seid unbesorgt. Ich kann die letzten Schritte allein abschließen. Hört meine Worte. Diese Waffe wird das Licht der Welt erblicken. Der Mortuum Vivicus wird vernichtet werden. Lasst uns diesen Ort verlassen. Ja, wir sollten verschwinden. Wir müssen Sid alle Farben finden und ihr erzählen, was hier geschehen ist. Geht voran, Kameradin. Mache ich doch gerne, weil der sowieso so langsam ist. Wobei da steht, geht mit Merrick, um Elif zu finden. Das heißt, ich muss sowieso wieder auf ihn warten. Oh, das ist so nervig. Ich glaube, das hatte ich beim ersten Mal auch. Und dann ist er irgendwo stehen geblieben, weil ich zu schnell rausgelaufen bin. Und dann tat sich draußen nichts. Keiner hat mit mir gesprochen und nichts, weil er eben noch nicht da war und das noch nicht getriggert wurde. Wir warten einfach mal da drauf. Ich meine, er hat schwere Sachen an, ne? Er hat schweres Geschütz, wollte ich gerade sagen. Schwere Rüstung und ein schweres Schild und alles. Elif. Bei Stenda. Geht es euch gut, Elif? Was ist da drin geschehen? Wie haben diese Würmer die Schmiede gefunden? Wir waren fast fertig, als sie kamen. Sie waren hinter dem Kristall und dem Folianten her. Wie konnten sie es wissen? Wie konnten sie von diesem Ort wissen? Elif weiß es nicht. Merrick, diese ganze Sache ist Wahnsinn. Sie lässt uns Dedra jagen und jetzt kommen sie zu unserer Haustür. Elif, hinter euch! Elif, Merrick, ich ruhe nicht in Frieden. Dunkle Monde, Gildenmeister Eisklinge, was ist los? Ich wurde ermordet, Kameraden. Sucht meinen Mörder. Lasst mich Frieden finden. Jofnir, wartet. Wer hat euch getötet? Interessant. Sehr interessant. Elif hat einen Verdacht. Jofnir ermordet. Die ganze Gilde wird davon erfahren. Und Elif ist misstrauisch. Das ist unglaublich. Bei Stendars Horn, wir dachten alle, dass der Gildenmeister im Schlaf gestorben sei. Lasst uns Sid alle Farben Bericht erstatten. Es tut mir leid, Kameradin. Ich kannte Jofnir sehr lange. Ihr habt recht. Wir müssen Meldung machen. So vieles ist geschehen. Geht voran, mein Freund. Ich glaube, ich lasse dieses Mal Elif vorangehen. Kommt! Da. Wart ihr erfolgreich? Habt ihr die Waffe geschmiedet?
Wir benötigen sie jetzt dringender als je zuvor, meine Freundin. Ihr habt es ja gesehen. Wir begannen mit dem Schmieden der Waffe, aber vieles ist geschehen. Was ist geschehen, Kameradin? Euer Gesichtsausdruck gefällt mir gar nicht. Genauso wenig wie der finstere Ausdruck in Merricks Gesicht. Die Erdschmiede wurde von den Toten aus Abagalas angegriffen. Wulak Bal hat uns während des Angriffs verspottet. Sk! Der Gott der Intrigen selbst ist auf unsere Mission aufmerksam geworden. Wir sind nun alle in trüben Gewässern, Kameradin. Und die Strömung wird rasch stärker. Da ist noch mehr. Nach dem Angriff ist Jofnir uns erschienen und hat uns gesagt, dass er ermordet wurde. Was? Jofnir? Ermordet? Das sind finstere Nachrichten, Kameradin. Der Rat muss auf der Stelle davon erfahren. Es wird eine Untersuchung geben müssen. Vielen Dank, dass ihr uns an diesem dunkelsten aller Tage beisteht. Kein Problem. Was nun, Gildenmeisterin? Merrick, Elif und ich werden uns mit dem Generalstab beraten. Wir wollen uns über den Angriff und diese Enthüllung über Gildenmeister Eisklinge austauschen. Wir melden uns wieder bei euch, sobald es mehr zu besprechen gibt. Bis dahin, Kameradin. Und wir erhalten einen robusten Ring und eine eine blaue, wahrlich prächtige Glyphe der Ausdauer. Ja, und das war's dann auch schon wieder mit dieser Quest aus der Magiergilde. Wenn mich nicht alles täuscht, haben wir, glaube ich, nur noch eine Quest vor uns. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber das werden wir in der nächsten Folge auf jeden Fall erfahren. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Hier bekommt ihr nur die vorzüglichsten Waren. Ich habe viele ausgezeichnete Waren. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.